Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues bei Baro. Baro ist wieder da, noch bis Sonntag 15 Uhr. Wir gucken mal, was er dabei hat. Er hat die Heliacarve Rife dabei. Eine Boomerang-Waffe, meiner Meinung nach sehr schlecht. Also kann ich nicht empfehlen, für die Mastery-Punkte 3000, wenn man sie haben möchte, zum Spielen absolut nicht geeignet. Dann haben wir die Jarvis Luminositätsgekritzel, die dürfte neu sein. Ist halt ein Deko-Element. Kann man sich in den Orbiter packen oder in die Dormi-Zone. Dann haben wir das Fellmuster Nexus für den Kubro. Sieht folgendermaßen aus. Natürlich sind die Farben hier rein schematisch derzeit. Das heißt, wir können die weiterhin anpassen, wie wir wollen. Das muss nicht blau und lila sein. Das kann auch anders sein. Man könnte andere Farben nutzen. Sieht so aus, kann man sich kaufen, wenn man möchte. Rein kosmetisch. Dann haben wir Prime Druckpunkt. Sehr wichtige Karte für eigentlich jedes Nahkampfbild. Sollte man haben. Muss man nicht in jedem Nahkampfbild drin haben? Ja, Zustandsüberladung gibt es schließlich auch. Aber Prime Druckpunkt ist an sich eine sehr gute Karte, die man haben sollte. Gleiches gilt für Prime Reichweite. Viele Waffen brauchen die Reichweite, weil es einfach angenehmer ist, damit zu spielen. Deswegen holt euch auch Prime Reichweite, wenn ihr die Karte noch nicht habt. Dann haben wir Prime schnelle Hände. Ist Nachladegeschwindigkeit fürs Gewehr. Brauchen wir eigentlich so gut wie nicht. Wäre die Karte ein Exilus-Mod, wäre sie sau stark. Dann wird die wahrscheinlich jeder spielen. Aber einen Modplatz für Nachladegeschwindigkeit zu benutzen, ist in den meisten Fällen nicht lohnenswert. Deswegen kann man sich für die Sammlung holen, aber für die meisten Builds werdet ihr die Karte nicht brauchen. Dann haben wir die Machete Wraith. Oder Wraith. Entschuldigung, wenn ich Wraith sage, das kommt noch aus den Zeiten, wo ich nicht so gut Englisch sprechen konnte, beziehungsweise ich mich nicht darüber geschert habe, wie man es ausspricht. Deswegen Machete Wraith. Auch hier für 3000 Mastery-Punkte kann man sich mitnehmen. Aber zum Spielen, nein. Die Machete ist keine gute Waffe. Dann haben wir das Axi-Relikt A2, da kriegen wir die Lex her, beziehungsweise die Aglex Prime. Lohnt sich nicht, die Relikte zu kaufen. Zumindest meine Empfehlung da. Das ist einfach rausgeschmissene Credits, rausgeschmissene Dukaten. Die Aglex und die Lex kriegt man einfacher mit dem Handel mit anderen Spielern. Dann haben wir die Schulterplatten Ketir, sehen folgendermaßen aus. Sind halt so ein Rautensymbol, sind ganz nett. Brustplatte Ketir hat hier sogar so ein kleines Ketir-Hologramm, dieses Rauten-Hologramm mit drinne. Dann haben wir die Beinplatten, sehen so aus, auch hier rein kosmetisch. Dann haben wir den Ohrschmuck Ketir Solo, ist ein Ohrring, kann man den da nicht wirklich gut sehen, ist hier an der Ecke, ist halt ein Ohrring, sieht man eher nicht. Deswegen auch hier rein kosmetisch und würde ich nicht empfehlen. Dann haben wir den Ketir Syandana Diax. Ein, ja, Ketir Syandana. Dann haben wir den Opticor-Skin Elexis, ein Bronze-Skin. Nur für die Opticor würde ich auch nicht empfehlen an der Stelle. Dann haben wir die Eminenz-Farbpalette. Die würde ich wiederum empfehlen. Farbpaletten sind geil. Wenn ihr Fashion Frame macht, dann solltet ihr auf jeden Fall die Farbpaletten holen. Kann man sich für 220.000 Credits und 220 Dukaten kaufen. Dann haben wir den Ignis-Skin Toffsohn, einen Wüstenskin für die Ignis. Auch hier wieder rein kosmetisch, kriegt keine Empfehlung von mir, weil die Toffsohn-Skins nicht besonders hübsch sind. Sagen wir es mal so. Dann haben wir Prime Korruptierte Läutern. Ist interessant, ist ein Fraktionsmod für Schrotflinten. Wenn man Schrotflinten spielt, sollte man überlegen, diesen Mod mitzunehmen gegen Korruptierte. Lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man die Dukaten und die Credits übrig hat. Dann haben wir ein K-Drive gekritzelt, Ketir Safari Grün. Ist halt fürs K-Drive so ein, ja, wie nennt sich das? Ein Tattoo, ein Painting für die Unterseite unseres K-Drives, unseres Hoverboards. Kann man sich holen, wenn man möchte, rein kosmetisch. Dann Limbo Skin Unsterblich ist einfach ein Reskin des normalen Limbos. Kann ich nicht empfehlen. Es gibt einfach bessere Skins generell. Aber falls man den Skin haben möchte, auf ihn euch. Ist allerdings relativ teuer mit 550 Credit, Dukaten. Dann haben wir die Deimos Jugulus Prex und die Deimos Saxum Prex. Das sind so, ja, Karten.
Kann man sich kaufen, wenn man möchte. Sind Deko-Elemente. Kann man ins Dojo oder in den Orbiter oder in die Dormizone packen. Zeigt halt einen Gegner von Deimos. Dann haben wir eine Glyphe, Wurm und Fass. Die beiden Wurmviecher auf Deimos halt als Profilbild. Dann haben wir die Dekoration Harpy-Jäger. Kann man sich in die Dormizone oder auch in den Orbiter packen. Wenn man möchte, ist ein kleines Raumschiff. Dann haben wir wie immer Sande des Inaros. Kann man sich kaufen, wenn man möchte. Beziehungsweise, wenn man ihr Inaros noch nicht habt, dann solltet ihr die Sande des Inaros kaufen. Das ist der Quest, den könnt ihr bauen. Dann könnt ihr den Quest spielen, da kriegt ihr die Teile für Inaros her. Dann Empfehler Feenfahrt, wie immer. Für 1000 Credits und 15 Dukaten haben wir halt so kleine Blätter und Glühwürmchen um uns herum als Effekt. Und das seht ihr, glaube ich, zum ersten Mal. Sollte aber den meisten bekannt sein, wenn man nämlich mit Inaros Prime, was momentan der Fall ist, zu Barukitir geht, dann hat er eine besondere Mission, die man sich kaufen kann. Und da muss man Barukitir beschützen in einer Void-Mission und darf bestimmte Dinge nicht benutzen. Man darf, glaube ich, nur Inaros benutzen. Deswegen ist es keine schwere Mission. Da gibt es ein paar Sachen, die man bekommen kann. Kosmetische Sachen, deswegen kann man sich holen, wenn man möchte. Aber ja, meine Empfehlung diesmal für die Mastery-Punkte, die Machete und die Halika. Ansonsten, nein, kauft sie euch nicht. Wenn ihr die Mastery-Punkte nicht braucht, dann kauft euch nicht diese Waffen, die sind nicht gut. Dann auf jeden Fall Primed Druckpunkt und Primed Reichweite sowie die Primed Korrupierte Läutern, wenn man noch Dukaten übrig hat. Ebenfalls für Fashion Frame Interessierte die Eminenz Farbpalette. Dem Rest ist alles optional. Da gebe ich jetzt keine bestimmten Empfehlungen oder nicht. Ja gut, wir sehen uns das nächste Mal. Nächste Woche dürfte ein Bildvideo kommen. Allerdings noch nichts Neues, sondern was ich noch vor Weihnachten aufgenommen hatte. Aber wir begeben uns langsam aus der Zeit raus, wo meine Winterpause war, ist. Und ab, ja, den 21., 28. irgendwie so, sollte das wieder relativ normal von den Uploads her laufen. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.